Da liegt einer von uns. Mein Gott, der Josh. Tot? Geschossen. Heute früh hat er sich abgemeldet. Zu einem Aufklärungsweg. Die Schlacht von Limanova hat er überlebt. Und jetzt? Da, halt dabei. Meine Arbeit ist beendet. Ich habe die Ereignisse des Sommers 1909 niedergeschrieben. Jene Folge tragischer Begebenheiten, mit denen ich auf unglückselige Weise verknüpft bin. Ich habe die volle Wahrheit geschrieben. Nichts übergangen, nichts unterdrückt. Wozu auch? Habe ich denn in diesem letzten Augenblick meines Lebens irgendeinen Anlass, etwas zu verheimlichen? Selbstmord. Mitten im Krieg. So viele müssen sterben, die leben wollen. Und er? Hast du die Pistole genommen? Sonst was? Seine Pfeifen. Die zwei haben irgendwie zusammengehört. Ich erinnere mich an eine Begegnung in Wien vor ein paar Jahren. 5 Jahre vielleicht. Auch damals hatte er... Wir müssen weg. Komm. Ja. Oh. Schon zurück, Herr Rittmeister? Stehe ich unter Beobachtung? Sie erlauben. Beobachtung? Wie käme ich dazu? Das Wetter, lieber Herr von Rath. Das schöne Wetter. Ach, das ist eine schlimme Sache. Das Bankhaus Bergstein ist zusammengebrochen. Ich hoffe doch, dass Sie nicht zu den Betroffenen gehören. Nein, ich nicht. Aber ein Bekannter von mir. Sie entschuldigen. Dort steht er am Fenster. Da. Steht am Fenster. Der will runterspringen. Dort oben. Schau mal. Nein. Kennen Sie den Mann? Ja. Ein Maler. Ein Kunstmaler auf der Suche nach seiner Kunst. Thank you.
Waldemar, das ist meine Frau Dina, Ingenieur Solgrub. Wollten wir nicht noch den zweiten Satz spielen? Oh, Verzeihung, ich wusste nicht, dass das H-Dur-Trio von Brahms mehrere Sätze hat. Waldemar, das ist Dr. Gorski, ein sehr guter Freund unseres Hauses. Und der Geigenvirtuose? Josh ist mein Name. Ich vertrete hier Dinas Bruder, der sich bei einem Unfall in seinem Laboratorium die Hand verbrannt hat. Wir sollten uns kennen. Brahms sollten Sie kennen. Brahms? Schon gehört. Aber ich glaube, auch wir kennen uns. Von irgendwo. War es in Norwegen? Ich glaube nicht. Ich jedenfalls kenne Sie nicht. Ich glaube nicht, dass Sie den Baron kennen. Wenn Sie es sagen, gnädige Frau. Waldemar, setz dich doch hierher. Schon wieder diese verdammte Pfeife, Josch. Können Sie denn nicht ohne sie leben? Vor allem, ich will nicht. Es ist der Geruch fremder Bahnhöfe. Ich mag ihn. Ein weitgereister Mann. Spielen wir oder spielen wir nicht? Wo ist Dina? Also. Bitte spielen Sie weiter. Ich bin ein guter Zuhörer und Zuschauer. Scherzo. Scherzo? Ich weiß nicht. Wo ist da die Fröhlichkeit, die Unbeschwertheit? Nirgends. Wenn man in dieses Scherzo hineinhört und hineinsieht. Sie sind ja ein Musikseher. Ja. Musik besteht für mich aus Bildern. Sehr glücklich. Leider lässt sich Fantasie nicht erlernen. Die schöpferische schon gar nicht. Und das sagt ein so großer Schauspieler? Voller Figuren und Gestalten? Ach, großer Schauspieler. Wenn ihr wüsstet, was für ein trockener Mensch ich bin. Geworden bin. Die Bilder sind verschwunden. Waren sie je da? Wenn ich nur einmal, noch einmal. Was? Hinübersehen, hineinsehen, den Blick tun auf die andere Seite. Alles lässt sich erlernen, nur die schöpferische Fantasie nicht. Da ist etwas geschehen mit mir. Der Blick auf die andere Seite. Der Preis der Neugierde kann sehr hoch sein. Haben Sie von dem jungen Maler gelesen, der sich vorgestern aus dem Fenster gestürzt hat? Was für ein Maler? Ich habe gestern und heute keine Zeitung gelesen. Dina, wo ist die Zeitung? Ich weiß nicht. Ich glaube, der Gärtner... Eine fürchterliche Geschichte. Ich war der Hausarzt des jungen Mannes. Erinnert ihr euch nicht? Er war ein paar Mal da. Es müsste irgendwo ein Bild von ihm hängen. Wie
Misericordia. Was haben Sie da? Misericordia, das Vermächtnis des Malers. Schnell hingekritzelt, bevor er sich aus dem Fenster gestürzt hat. Ist das Bild von ihm? Ja, sehen Sie, ein Bild, ein schlechtes Bild. Er konnte malen, aber sonst nichts. Der arme junge Mann. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn nicht beneiden soll. Mir fehlt das rechte Organ für das, was in ihm vorgegangen sein muss. Das Entsetzen. Die Angst. Da oben sitzt ein Nerv, der will nicht mehr mittun. Wer es glaubt. Für Ihre neue Rolle brauchen Sie doch gerade diesen Nerv. In diese Welt des Atmens, halbfertig, lahm, missgestaltet, das Hundebellen hink ich wo vorbei. Hören Sie auf, Baron. So nicht. Das ist nicht Richard der Dritte. Sie sind der Schauspieler, also bitte. Nein, Eugen. Nicht jetzt, bitte. Und drum, weil ich nicht als Verliebter kann kürzen diese feingeschwätzgen Tage, bin ich gewillt, ein Bösewicht zu werden. Sie machen dieses Raubtier Gloster zu einem langweiligen, sentimentalen Hanswurst, Baron. Richard ist doch ein Mann und König, auch wenn er ein Teufel war. Ich werde euch zeigen, wie man den Richard spielen muss. Ich habe meine eigene Auffassung von dieser Figur, aber bitte, ich lasse mich gern belehren. Ich werde Sie belehren, Baron. Ich gehe nur schnell in den Pavillon hinüber. Macht inzwischen ein Fenster auf. Man hält's ja vor lauter Rauch kaum aus. Der Geruch fremder Bahnhöfe. Willst du dich jetzt schminken? Nein. Bilder will ich sehen. Bilder, wie Solgrub sie bei Musik sieht. Eine Weile müsst ihr mich allein lassen. In 2 Minuten bin ich wieder hier. Eugen. Der Selbstmord des jungen Künstlers geht mir nicht aus dem Kopf. Doktor, Sie wissen sicher mehr davon. Ich weiß nicht mehr, als in der Zeitung stand. Nehmen wir an, der junge Mann hat sich wirklich das Leben genommen. Warum auch immer. Warum aber hat er sich denn in seinem Zimmer eingeschlossen? Eine Stunde bevor er sich aus dem Fenster gestürzt hat. Was hat sich in dieser letzten Stunde ereignet? Dina? Dina, bist du es? Nein, das ist der Baron Josch. Der Baron? Was macht denn der draußen? Hat eine Pistole, ich weiß es. Er hätte sich nicht aus dem Fenster zu stürzen brauchen. Aber was steckt dahinter? Mord? Josch hat ihn gekannt. Josch hat ihn gekannt? Das ist interessant. Frau Bischof deckt den Tisch. Da hat jemand meinen Namen. Josch!
Was ist passiert? Wo ist Dina? Oben im Speisezimmer. Gehen Sie nicht hinein, gnädige Frau. Gehen Sie sofort. Bitte geh! Sie haben mich gerufen, Herr? Nein. Doch, Sie haben mich gerufen. Jetzt ist Dina Bischof wieder frei. Ich weiß nicht, warum Sie das sagen. Zu wem? Sie können feste auftreten, Baron. Dieser Schauspieler steht nie mehr auf. Haben Sie Angst? Sehen Sie zum ersten Mal einen Toten? Sind Sie ein Offizier des Friedens? Ich bin Balte, wissen Sie. Ich habe den russisch-japanischen Krieg mitgemacht. Tsushima? Nein, Munho. Haben Sie davon gehört? Ein Ort, ein Fluss. Gelbes Wasser zwischen Hügelketten. Da waren sie eines Morgens, waren es 500, waren es 1000. Mit verbrannten Händen und gelben, verzerrten Gesichtern. Kontaktmine? Hochspannungsströme. 1200 Volt, meine Arbeit. 2000 Meilen von hier, vor 5 Jahren. Aber man vergisst sowas nicht. All das kommt jetzt zurück, wenn ich Eugen Bischof da liegen sehe. Er ist freiwillig. Nicht freiwillig. Er wurde in den Tod gehetzt. Dieses Entsetzen in seinem Gesicht. Hören Sie, ich war der Erste, der dieses Zimmer betrat. Die Tür war von innen versperrt. Ich musste die Scheibe eindrücken. Und ich war auch der Erste, der sein Gesicht gesehen hat. Und ich sage Ihnen, es war der gleiche Ausdruck, den ich auf den Gesichtern dieser toten Amunhoflos gesehen habe. Nein, Eugen Bischof ist in den Tod gehetzt worden. Wie jene.
Damals waren Sie der Mörder, Herr Ingenieur. Wer immer auch der Mörder war, Bischof hat es ihm nicht leicht gemacht. Wer immer auch der Mörder war? Hier am Schreibtisch stand Bischof und sein Mörder stand dort, wo Sie jetzt stehen, Baron. Wen? Wen halten Sie für den Mörder? Sie sind noch immer hier. Gehen Sie, Baron. Gehen Sie, um Himmels Willen! Dr. Gorski hat die Polizei benachrichtigt. Na und? Vor 2 Jahren war Dina ihre Geliebte. Vor 2 Jahren. Und dann waren sie beruflich für ein paar Wochen im Ausland und als sie zurückkehrten... war sie Eugen Bischofs Frau. Ganz richtig. Und das, Herr Rittmeister, scheinen Sie nicht verwunden zu haben. Alles, was Sie taten, alles, was Sie dachten, war nur darauf aus, diese Ehe zu zerstören. Ich beobachte Sie seit längerer Zeit schon. Sie haben es geschafft. So. Meinen Sie? Haben Sie Dina nicht die ganze Zeit angestarrt? Haben Sie nicht Eugen zu treffen versucht, wo immer es ging? Sie wussten, dass er durch den Zusammenbruch des Bankhauses Bergstein finanzielle Verluste erlitten hatte, die Dina vor ihm verbergen wollte. Trotzdem haben Sie die Zeitung in den Vorraum gelegt. Sie wussten, dass er in einer künstlerischen Krise steckte. Trotzdem haben Sie ihn dazu provoziert, vor uns den Richard zu spielen. Felix, glauben Sie im Ernst, dass ich etwas mit dem Tod von Eugen Bischof zu tun habe? Niemand hat Sie gesehen, als die Schüsse fielen. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich habe den Pavillon als Erster nicht betreten. Ich nicht. Und diese Pfeife da, gehört die nicht Ihnen? Ja, aber... Haben Sie eine Erklärung dafür, wie sie in den Pavillon kommt? Ich habe den Pavillon nicht betreten. Mein Ehrenwort. Ihr Ehrenwort? Sie erlauben, dass ich das Ehrengericht Ihres Regiments informiere. Sie tun ihm Unrecht, Felix. Josch war nicht der Mörder. Als die Schüsse fielen, war er mit Dina im Speisezimmer oder unterwegs zum Pavillon. Als ich als Erster hier eintraf, war die Tür verschlossen. Jemand anderer muss da gewesen sein. Der Freiherr von Josch befand sich also im Haus, als die Schüsse fielen. Er war im Speisezimmer bei Frau Bischof. Oder unterwegs, hierher. Schüsse? Ich habe nur eine gehört. Nein, es waren 2. Ich habe zwar die Pistole noch nicht untersucht, aber es besteht kein Zweifel. Hier steckt der 2. Schuss. Hat er auf seinen Mörder geschossen? Sieht so aus. Und dann die Waffe gegen sich selbst gerichtet? Das begreife ich nicht, er war bewaffnet. Warum hat er nicht den Mann getötet, der ihn töten wollte? Weil der Mörder stärker war als Bischof. Weil er den stärkeren Willen hatte. Darf ich die Herren bitten, im Haus auf mich zu warten, bis ich die Spurensicherung abgeschlossen habe? Sie haben mich gerufen, Herr? Nein. Die Pfeife, Solgrub, seine Pfeife. Ja, die Pfeife. Wenn ich nur wüsste, habe ich sie wirklich in Bischofs Hand gesehen. Eugen war nicht Raucher. Er hat Tabak verabscheut. Vielleicht hat er sie einfach so mitgenommen, aus Zerstreutheit. Es war noch Glut in der Pfeife, als ich in den Pavillon kam. Ich kann mich doch ganz genau erinnern. Und auf dem Boden lagen abgebrannte Streichhölzer. Aus der Pfeife ist geraucht worden. Es war noch Glut in der Pfeife? Im Zimmer des Malers, der sich aus dem Fenster gestürzt hat, hat man eine brennende Zigarette gefunden. Und Bischof hat ihn gekannt. Der Maler hat ihm ein Bild geschenkt.
Und seine Tür war ebenso verriegelt, wie Bischofs Tür verriegelt war. Du bist immer noch da, Gottfried? Ja, was suchst du denn immer noch hier? Meinen Hund habe ich gesucht. Zahnmoor. Er hat nie gebellt. Wenn Sie noch einen Funken Menschlichkeit in sich haben, dann gehen Sie jetzt. Ich habe keine Schuld, Dina. Ich habe nichts damit zu tun. Hier bei Eugen Bischof. Herrn Hofschauspieler Bischof, bitte. Ja, bitte. Herrn Professor Bischof, bitte. Er ist nicht zu sprechen. Er wartet auf meinen Anruf. Er ist nicht zu sprechen. Ich möchte nicht stören. Teilen Sie bitte dem Herrn Professor Bischof mit, dass ich ihn morgen um 11 erwarte. Sagen Sie ihm, dass ich das Ganze nicht noch einmal verschieben möchte. Wer spricht denn dort? Sagen Sie ihm, dass ich unter keinen Umständen noch länger auf das jüngste Gericht warten will. Er wird mich schon verstehen. Danke. Wer war das? Eine Dame. Sie will auf das jüngste Gericht nicht länger warten, lässt sie Eugen ausrichten. Was sagen Sie da? Das jüngste Gericht? Sagten Sie das jüngste Gericht? Das jüngste Gericht? Was hat das zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das Eugen Bischofs letzte Worte waren. Fräulein Polly, Sie kennen mich. Ich wohne gegenüber. Ach ja, das Schlafmittel. Brom, Herr... Josch. Freiherr von Josch ist mein Name. Das Fräulein Teichmann ist nicht berechtigt ohne Rezept. Bitte. Das war die Stimme. Glaubst du, warum ich gekommen bin? Es sind nicht die Erinnerungen, die ich meine, Gottfried. Sondern... Verzeihung, die Koffer. Sie verreisen, Baron? Ja, ich verreise. Dorthin, Vincent. Du hast gesagt, dass du mit Eugens Tod nichts zu tun hast. Dann musst du mir helfen, Gottfried. Ist in der letzten Zeit oft verspätet nach Hause gekommen. Zunächst habe ich geglaubt, dass er so lange Proben hatte, aber dann habe ich von dem Taxiunfall in der Burggasse gehört. Was hat er in der Burggasse zu suchen? Ja, weißt du es denn nicht? Ich habe ihn nicht überwacht.
Tod deines Mannes habe ich nichts zu tun. Felix. Felix, was will der hier? Felix? Ihn will ich jetzt nicht sehen, nicht hier. Du kennst den Hinterausgang, Dina. Gottfried. Was für ein Spiel treibst du? Kein Spiel, Dina. Kein Spiel. Fräulein Polly. Lassen Sie mich, ich bin in Eile. Wohin? Das ist meine Sache. Eugen Bischof ist tot. Und was habe ich damit zu Woher tun? Woher hatte Eugen Bischof das Zeug? Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Guten Morgen, Herr Rittmeister. Herr Rittmeister, haben das Bett nicht benutzt. Vinzenz, wie spät ist es? 11 Uhr vorbei. Und der Ingenieur wartet schon seit einer Viertelstunde. Und die Koffer habe ich gepackt. Ach ja, 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 ich verreise. Sie verreisen? Ja, ich verreise. Ein Cognac? Danke. Kann man erfahren, was Sie so plötzlich von hier abberuft? Ich bin nervös, müde. Ich habe ein kleines Gut in Böhmen. Verschieben Sie diese Reise. Warum sollte ich das? Sie tragen keine Schuld, Baron, an Eugen Bischofs Tod. Und ein Jagdunfall befriedigt nur die Sensationspresse. Aber eine Lösung des Falles bringt er uns nicht näher. Wie soll ich das verstehen? Man sagt von Ihnen, Sie hätten Sinn für stilvolle Arrangements. Trotzdem, ich bitte Sie, von diesem Gedanken Abstand zu nehmen. Innerhalb von 28 Stunden habe ich Bischofs Mörder identifiziert. Das halte ich für lächerlich. Wissen Sie, was er im 7. Bezirk zu suchen hatte? Woher? Dina hat mir von seinem Taxiunfall in der Burgasse erzählt. Hat man Fingerabdrücke gefunden, die Sie so optimistisch machen? Der Mörder ist nie in der Villa gewesen. Er hat seine Wohnung seit Wochen nicht verlassen. Sie kennen ihn? Nicht persönlich, aber ich kenne Einzelheiten, was seine Person betrifft. Zum Beispiel? Der Mann muss von gewaltiger Körperfülle sein. Ein Monstrum. Krankhaft dick und infolgedessen zur Unbeweglichkeit verurteilt. Warum sollte sich ausgerechnet Eugen Bischof mit diesem Monster treffen, streiten oder duellieren, was auch immer? Ist es denn nicht so, dass das Groteske, die Verzerrung des Üblichen, eben das Monströse, eine unerklärliche Anziehungskraft auf Künstler ausübt? Ach, Sie meinen? Das erste Opfer war Maler, Bischof war Schauspieler. Woher wollen Sie wissen, dass es sich bei dem Mörder um ein Monster handelt? Ich habe ein wenig Glück gehabt bei meinen Nachforschungen. Ich habe mit dem Dramaturgen von Bischofs Theater gesprochen. Er hat ein Telefongespräch Bischofs mit einer Frau mitgehört. Möglicherweise mit jener Dame, die ihn vorgestern Abend angerufen hat. Dabei sind Ausdrücke gefallen wie gewaltig, monströs, nicht von der Stelle zu bewegen. Ja, aber wie können Sie denn wissen, dass es sich bei diesem Telefongespräch um den Mörder handelte? Um wen denn sonst? Überrascht es Sie jetzt auch, wenn ich noch behaupte, dass dieser Mann höchstwahrscheinlich Italiener ist? Mich überrascht gar nichts mehr. Horribile. Dieses Wort hat Bischof am Telefon auch benutzt. Und das Wort Organista ist gefahren. Als ich auf sie wartete, musste ich immer wieder an diese unbekannte Frau am Telefon denken.
Und dann plötzlich, ich weiß nicht wie, waren diese Bilder wieder da. Die von den Toten am Moonhof los. Und ihre Angst. Die Frau am Telefon ist keine Unbekannte mehr. Ich weiß jetzt, wer sie ist. Wer? Wer? Sagen Sie es schnell, bevor... Sie heißt Poldi Teichmann und arbeitete in der Apotheke gegenüber. Teichmann? Den Namen kenne ich. Eine berühmte Schauspielerin hat so geheißen. Vinzenz, du gehst jetzt sofort zum Polizeikommissariat in die Kreindlgasse. Dort fragst du nach dem Dr. Hufnagel, das ist ein Bekannter von mir. Du gibst ihm meine Karte und bittest ihn, dir den Bericht über den Autounfall zu geben, in dem der Taxichauffeur des verstorbenen Herrn Bischof verwickelt war. Aus diesem Bericht notierst du dir den Namen des Fahrers und die Nummer seines Wagens. Dann erwartest du den Fahrer an seinem Standplatz und bringst ihn sofort hierher. Sehr wohl, Herr Rittmeister. Mich trifft kein Verschulden nicht. Die Tramway war schuld. Die Straßenbahn ist von links gekommen und ich wollte an dem Tag gar nicht mehr fahren, aber wie der Herr da aus dem Haus gekommen ist. Aus welchem Haus? Aus der Nummer 8 in der Dominikanergasse. Ich stehe nämlich öfters in der Gasse, vis-à-vis vom Volkscafé. Fahren Sie mich hin, sofort. Dominikanergasse 8. Danke, Vincent. Hast du gut gemacht. Warten Sie. Guten Tag. Josh ist mein Name. Was führt Sie zu mir? Rittmeister Gottfried von Josch, 12. Dragonerregiment. Major Kubitschek. Womit kann ich dir dienen, Herr Rittmeister? Mit einer Auskunft, Herr Major. Wohnt hier in diesem Hause ein etwas unförmiger Mensch? Beinahe ein Monster. Italiener wahrscheinlich. Ein Monster? Lieber Freund, ich wohne seit meiner Pensionierung hier. Diese Gasse ist ein Tratschnest. Hier kommt keiner unbemerkt oder ungesehen durch. Ich müsst's wissen, wenn es hier ein Monster gibt. Du bist einem Witzbold aufgesessen. Aber was? Italiener, sagst du? Na, meinst du den Albachari? Albachari?
Ist das ein Italiener? Ich glaube nicht. Weder Italiener noch Dick. Aber Balkan, Levantina oder sowas. Und was treibt er? Treiben? Ein gebildeter Mann wie der Al-Bahari, der treibt überhaupt nichts. Wie meinen Sie das? Er wohnt auf Nummer 8, ist ein großer Sammler. Bilder, Bücher, Antiquitäten, wir nennen es ja alles Mögliche. Nur 10-12% nimmt er schon, manchmal noch mehr. Gib acht, Herr Rittmeister. Ich bin nicht in Geldverlegenheit, Herr Major. Mich interessiert dieser Al-Bahari als Person. Ich möchte gerne wissen, ob in den letzten Tagen der Hofschauspieler Eugen Bischof bei diesem Herrn war. Bischof? Natürlich, der Schauspieler. Ja, meine schierige Tochter hat ihn auf der Treppe gesehen und hat gleich ein Autogramm von ihm verlangt. Eugen Bischof hat Selbstmord begangen. Aber? Er war also hier. Ja, natürlich war er hier. Vorgestern. Nein, am Freitag, so gegen 12. Und wo hat er sich aufgehalten? Na, beim Gabriel Al-Bahari natürlich. Glaubst du, mich hat er besucht? Herr Al-Bahari, ich möchte ihn sprechen. Der Herr ist außer Haus, wartet schon andere Besucher. Wenn Sie bitte möchten. Wieder in die Myrtengasse. Wohin wollte der Herr damals? An dem Tag, als Sie den Unfall hatten. In die Myrtengassen. Geben Sie doch Acht, haben Sie nicht gehört, was ich Sie gefragt habe? Ich wohne in der Myrtengasse, auf Nummer 18. Ich habe Sie gefragt, wo Sie damals den Herrn hätten hinbringen sollen. Na, in die Myrtengassen. Auf Nummer 18, zu mir? Na, nicht zu Ihnen her, in die Apotheken. Wohin wollte der Herr, der Sie vorhin angesprochen hat? In die städtische Nervenklinik. In die städtische Nervenklinik? Ja. Los, fahren Sie. Ja, aber wohin denn? In die städtische Nervenklinik. Dort warten Sie wieder auf mich. Der Herr Al-Bahari. Ja, der besucht jeden Tag seinen Sohn. Seinen Sohn? Ein schlimmer Fall. Hoffnungslos. Dort, schauen Sie. War der junge Herr Al-Bahari Antiquar? Was? Was ist das? Hatte er mit alten Büchern zu tun? Das weiß ich nicht. Wenn Sie in die Myrtengasse kommen, halten Sie bitte vor der Apotheke. Moche! Ich brauche meine Schlafmittel. Viele Schlafmittel.
Sind wir's jetzt, Gneher? Nach Währing in die Brauhausgasse. Rasch. Ein guter Vorgast, der Gneher. Guten Tag, mein Name ist Josch. Zu Fräulein Teichmann, bitte. Sie ist im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Dr. Gorski? Ich habe die Überführung veranlasst. Als ich gerufen wurde, war es fast zu spät. Vollgrub ist auch schon da. Wenn Sie früher die Identität von Fräulein Teichmann geliftet hätten, wäre ich vielleicht noch rechtzeitig gekommen. Sie wären rechtzeitig gekommen, wenn Sie nicht bei Al-Bahari herumgesessen wären. Sie überraschen mich immer wieder, Herr Rittmeister. Was ist passiert? Der junge Mann soll es Ihnen sagen, er ist Fräulein Teichmanns Cousin. Ich bin im Wohnzimmer gesessen, da höre ich Sie schreien. Schreien, wie ich das noch nie gehört habe. Ich reiße die Tür auf und da sehe ich sie. Sie wälzt sich auf den Boden und schreit, schreit. Wie gehabt? Ist das hier Fräulein Teichmanns Zimmer oder ein Laboratorium? Poldi hat Pharmazie studiert. Unser Großvater hat ihr deshalb dieses Laboratorium eingerichtet. Eigentlich wollte sie ja... Was wollte sie? Schauspielerin werden, wie ihre Mutter. War sie auch so begabt wie ihre berühmte Mutter? Wozu dann die Pharmazie? Ich weiß nicht, ob sie begabt war. Sie hatte schon vorgesprochen bei Agenturen und Theatern, aber keiner hat sie genommen. Du wirst sehen, eines Tages bin ich berühmter als meine Mutter, hat sie immer wieder gesagt. Der Meister des jüngsten Tages wird mir dabei helfen. Der Meister des jüngsten Tages? Wer ist das? Kennen Sie ihn? Sie wollte mir den Namen erst sagen, wenn sie berühmt ist. Und ein Mann, der sich hinter diesem mysteriösen Namen versteckt, war hier nie zu Besuch. Ich weiß nicht, kürzlich hat sie einen fremden Herrn mit nach Hause gebracht. Groß, glatt rasiert, nicht mehr der Jüngste. Bischof, Eugen Bischof. Und dann? Was geschah dann? Der Herr blieb nicht lange, er hat nur ein Buch gebracht. Was für ein Buch? Dort. Ein italienisches Wörterbuch. Bischof hat es immer mit sich herumgetragen, um sich mit dem Monster verständigen zu können. Aber es war nur eine einseitige Konversation. Das Wörterbuch ist nur italienisch-deutsch, da will man nicht sagen, nur verstehen. Hat sie viel geraucht, ihre Cousine? Ja, viel, aber diese Hülsen hat sie sich erst gestern von mir ausgeborgt. Darf ich Ihnen vielleicht einen Kaffee, meine Herren? Nein, danke. Wir gehen. Ah, du hast Besuch, Franzi. Eine Kartenpartie. Recht hast. Sie müssen verzeihen, meine Herren. Ich höre schlecht. Wo ist denn die Poldi? Sie soll mir die Zeitung vorlesen. Sie müssen verzeihen, ich sehe auch nichts. Wo ist sie denn? Nicht da, Großmutter. Sie ist nicht da. Ich lese dir dann die Zeitung vor. Ich kann es dir nicht sagen. Warte ein bisschen, Großmutter, gleich. Ich muss noch einen Sprung weggehen. Ich will ins Spital schauen, wie es der Poldi geht. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, wer liest mir denn jetzt die Zeitung vor? Warum schleppen Sie uns in dieses obskure Café? Sie werden schon sehen. Wollen Sie was, die Herren? Drei Alas, wenn es beliebt. Die Zigarettenhülsen bei der Teichmann. Doktor, verstehen Sie jetzt, warum Eugen Bischof Joschs Tabakpfeife eingesteckt hat? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Und Sie, Herr Rittmeister? Was wollten Sie bei Al-Bahari? Oh. Sie sind auf dem Weg, Josch. Morgen besuchen wir Al-Bahari, wir alle. Warum? Ich will mir den Meister des jüngsten Tages ansehen. Was starren Sie mich so an? Ja. Drei Alas, bitte. Danke. Ich will den Mörder Bischof sehen. Und den des jungen Malers. Und beinahe oder sicher den der Leopoldine Teichmann. Doktor, fällt Ihnen nichts auf? Was verbindet diese drei? Ich bin Mediziner. Ich kann nur die gemeinsamen Symptome feststellen. Grauenhafte Angstzustände, die zum Selbstmord führen. Alle drei waren Künstler. Oder wollten es sein, wollten besser sein, intensiver. Und allen dreien hat etwas gefehlt. Dieses kleine Etwas, von dem Eugen Bischof gesprochen hat. Genie.
wie immer man nennen mag, was den echten Künstler ausmacht. Der junge Maler muss unter diesem Mangel an schöpferischer Kraft gelitten haben, auch Bischof. Und der junge Teichmann wusste, dass sie weder den Ausdruck, die Kraft noch die Persönlichkeit ihrer großen Mutter hatte. Und dann hat der monströse Italiener ihnen allen seine mörderische Hilfe angeboten. Sie glauben, dass dieser Albachari der Mörder ist? Der Herr Rittmeister hat die Zusammenhänge längst erraten, aber er schweigt. Warum? Wenn ich Sie recht verstehe, kann der Mörder nicht hören, sondern nur sprechen. Deshalb das italienische Wörterbuch. Sprechen Sie nicht in Rätseln. Wollen Sie nicht... Nicht heute, Doktor. Noch ist meine Beweisführung nicht lückenlos. Noch weiß ich immer nicht, wem Eugen Bischofs erste Kugel gegolten hat. Und solange ich das nicht weiß, aber vielleicht hilft uns eine Auskunft weiter. Eine kleine Frage. Wenn Sie mich fragen, ich habe es satt. Nur einige Schritte. Hier, da sitzt mein Freund Pfisterer. Ein Original und ein wandelndes Lexikon. Wir sind gleich wieder hier. Pfisterer, ich brauche eine Auskunft. Hast du Geld, Solgrub? Und dein Bier ist bezahlt. Frage 1. Gibt es einen Maler, den die Kunstgeschichte den Meister des jüngsten Tages nennt? Giovan Simone Chigi, Schüler des Pier di Cosimo. Wann hat er gelebt? Hast du noch mehr Geld? Soll gut. Dein Abendessen ist bezahlt. Danke. 1520 in Florenz. Tod durch Selbstmord? Diese Antwort ist geschenkt. Er starb im Kloster Seraphischen Brüder von den sieben Schmerzen in geistiger Umnachtung. Er hat doch stärkere Waffen, als ich dachte. Und was jetzt? Was hindert mich daran, Bischofs Experiment zu wiederholen? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Ich begebe mich nicht blind in Gefahr. Ich weiß genau, was mich erwartet. Was soll ich damit? Stecken Sie ihn ein. Ich werde ihn zurückverlangen, wenn alles vorbei ist. Er war mein Begleiter in Asien. Auch am Moonhoffluss? Ja, auch am Moonhoffluss. Das Monstrum in Albacaris Wohnung mordet nicht, es zwingt zum Selbstmord. Und solange ich ohne Waffe bin, hat es keine Macht über mich. Ich fürcht mich nicht vor dem jüngsten Gericht. Viel Glück, Solgrub. Ein Telegramm, Herr Rittmeister. Bitte dringend nicht abzureisen, nichts unternehmen, bevor wir Kontakt aufgenommen. Nachmittags bei Ihnen, Solgrub. Wann ist das gekommen? Soeben. Nachmittags bei Ihnen, der Nachmittag ist vorbei. Danke, Vincent. Ja, ein Glas Wasser. Ja. Thank you.
Verzeihung. Zum Grob. Verzeihen Sie, ich habe angeklopft. Sie haben nicht gehört. Sind Sie allein? Wo ist Solgrub? Solgrub? Nach Besuch beim Meister des jüngsten Tages, nehme ich an. Spotten Sie nicht. Obwohl auch ich Mühe habe, Solgrubs fantastischen Gedanken zu folgen. Ja. Alles ins Feuer, Baron? Nichtigkeiten der Vergangenheit. Möchten Sie Sherry, Tee? Wenn ich um ein Glas Wasser. Verzeihung. Mein Schlafmittel für die Nacht. Für die Nacht? Hm? Verzeihen Sie, ich habe Dinas Fotografie mit Wasser. Sie haben mir die Antwort gegeben, und deretwegen ich hergekommen bin, Herr Rittmeister. Sie haben eine Entscheidung getroffen. Ich gebe zu, dass ich Sie für den Mörder Bischofs gehalten habe, allen Einwänden Gorskis und Solgrubs zum Trotz. Weil ich davon überzeugt war, bis jetzt, dass Sie Dina niemals würden vergessen können. Und weil Sie den Mann, der sie Ihnen weggenommen hat? Ja. Ich habe ihn gehasst. Ich habe hier einen Brief an Ihren Regimentskommandanten, in dem ich Sie... Aber das ist jetzt überflüssig. Sie erlauben? Wo ist Solgrub? Ich weiß es nicht. Er kam zu mir mit irgendeinem Rezept für ein merkwürdiges Elixier und bat mich, es ihm in meinem Laboratorium herzustellen. Er hat die notwendigen Zutaten mitgebracht, woher auch immer. Aus der Apotheke zum heiligen Michael. Und dann? Er kam zurück, holte die Mixtur ab und ging wieder. Wohin? Kommen Sie, Josch. Wir müssen gehen. Herzschlag. Diesmal kein Selbstmord. Ich habe ihn gewarnt. Was haben Sie am Telefon gehört, Josh? Nichts, was uns weiterhelfen könnte. Nur Grauen, Entsetzen. Er wollte uns den Namen des Mörders nennen. Des Mörders? Sie sagten doch Herzschlag. Der Mörder Bischofs hat viele Waffen. Zigaretten. Auch diesmal. Jetzt weiß ich, wo ich weitersuchen muss. Der arme Solgrub. Jetzt weiß ich, wo wir weitersuchen müssen. Rechnen Sie nicht mit mir. Ich reise morgen ab. Sie wollen nicht einmal Solgrubs Begräbnis abwarten? Ich gehe zu Al-Bakhari. Morgen. Ich heiße Josh. Ich will Sie sprechen. Wir kennen uns, Rittmeister. Ach ja. Neulich in der Anstalt, als Sie Ihren Sohn... Ich habe keinen Sohn. Würde ich jetzt jedem anderen sagen. Nicht ihn, Herr Rittmeister Josh, nicht ihn. Aber ich kenne Sie länger.
Nicht erst seit neulich. Hat Ihr Sohn einmal in meinem Regiment gedient? Ja. Dann hat er abgemustert. Hat einen Beruf. Welchen? Meinen. Wucherer. Ich bin Kunsthändler, mein Herr. Antiquar. Ich handle mit alten Büchern, mit Antiquitäten. Verstehen Sie was davon? Oft mehr, als mir lieb ist. Wieso? Was wollen Sie von mir? Sie haben genug angerichtet. Was soll das heißen? Nichts. Nichts, nichts, gar nichts. Sie besitzen viele alte Bücher. Nee, Mann, in der Bibliothek, viele. Ja, viele. Verkaufe sie gelegentlich. An Liebhaber und Kenner. Das heißt, seit einiger Zeit nicht mehr. Hat der Herr, der vor einiger Zeit hier war, in Ihrer Bibliothek gearbeitet? Ja. Ich möchte Ihre Bibliothek sehen. Ich muss sie sehen. Sie müssen, so. Sie müssen, ja. Sie müssen wirklich. Für das Buch hat sich der Herr interessiert. Welcher Herr? Der mit dem Bart oder der Hofschauspieler Bischof? Beide. Der Herr Hofschauspieler wollte sich ein Kostüm entwürfen sehen, sagte er. Aber ich stehe ganz woanders, ich habe sie mir gezeigt, dann habe ich ihn allein gelassen. Aber er hat in dem Buch hier lesen wollen. Er hat geglaubt, er muss darin lesen. Und der andere Herr? Der war dreimal hier, wollte wiederkommen. Eugen Bischof ist tot. Ich habe seine Zeitung gelesen. Der Herr mit dem Bart ist auch tot. So? Ich hab's erwartet. Ein Fluch liegt über dem Buch. Dem Verdammten. Ein Fluch. Aber mir soll's recht sein. Jetzt, wo mein Sohn Elias. Was ist mit Ihrem Sohn? Sie wissen, was mit ihm ist. Sie haben ihn gesehen. Er war Antiquar. Wie ich. Ein Besessener. Immer auf der Suche nach was Besonderem. Nach alten Dokumenten und ihren Geheimnissen. Jetzt hat er Geheimnisse. Geheimnisse, nichts als Geheimnisse. Und dieser Foliant? Hat er vor 2 Jahren aus Böhmen mitgebracht. Hat er Ihnen nicht gesagt, wo er ihn gefunden hat? Dazu ist er nicht mehr gekommen. Er ist vorher auf die große Reise gegangen. Theatrum Orbis Terrarium. Aber nicht nur Landkarten, nicht nur alte Geografieblätter und so weiter, Herr Rittmeister. Jetzt kommen die spanischen Provinzen und da sehen Sie, die Rückseite ist ebenfalls beschrieben. Alles auf Italienisch. In altem Italienisch, das ich lesen kann. Ja, leider. Da sehen Sie. Nel nome di Domine Dio vivo. Vivo, giusto, sempiterno ed di lui onore. Relazione di Pompeo dei Bene. Organista e cittadino della città di Firenze. Sie kennen das Buch? Ihr Sohn hat es von mir gekauft. Vor 2 Jahren in Böhmen. Und Sie wissen? Nein. Nein, ich wusste nicht, was da noch alles drin steht. Ist ein so dickes Buch? So viel steht drin. Ich beherrsche auch nicht so gut das alte Italienisch. Wollen Sie rauchen? Danke. Ich rauche meine eigenen. Eigentlich bin ich Pfeifenraucher. So. Sie rauchen Ihr eigenes Kraut.
Sie wissen nichts. Nichts? Mein Sohn ist zugrunde gegangen. Und Bischof jetzt und der Mann, der zuletzt hier war und in dem Buch gelesen hat, auch. Das Buch muss weg. Ach so, Sie haben es ihm verkauft. Sie waren das also. Er muss weg. Weg fort, dieser dicke, scheußliche Folliant. Was in ihm steht, muss vernichtet werden. Hier und jetzt, für immer. Für immer. Durch die Jahrhunderte zieht der Zug des namenlosen Grauens, das von diesem Werk ausgeht, diesem dreckigen, schäbigen. Oh, diese Geschichte, diese gottverdammte Geschichte. Was für eine Geschichte, Levantina? Sind Sie der Mörder? Sind Sie der Meister des jüngsten Tages? Ich? Sie verdorbener Narr. Glauben Sie, ich hätte meinen eigenen Sohn. Hier. Sehen Sie, sogar ein Bildern ist festgehalten. Ein Mönch, Pompeo de Ibene, gibt den Bericht, der natürlich ein Mönch. Wer hätte es denn schreiben können? Wer soll's denn berichten? Über alles, was sich zugetragen hat in Florenz 1520, schreibt er, der fromme Mann. Er hat es aufgeschrieben, was seinem Meister geschehen ist, dem Giovanni Simone Chigi, der wieder ein Schüler war des großen Piero de Cosimo. Wie sie alle malen konnten, einer besser als der andere. Aber nie war einer gut genug für sich und seine Ansprüche an sich. Und dieser Chigi hat einen Arzt getroffen. Ach, was sag ich, Arzt? Einen Zauberer, einen Wundermann, einen Pillendreher, einen Brauer von Gesöff. Donato Salimbene hat er geheißen. Er war damals in aller Munde. Ach, was damals schon Arzt hieß, ein Panscher, der Gold machen wollte und Gifte und heilen konnte. Und der Maler, der Fromme, der an seinem Gott zweifelte, wie jeder Fromme, jammerte. In meiner Jugend hatte ich die Kraft der Visionen. Alles, was ich sah, zeigte sich mir auf wunderbare Weise so klar, wie der Verstand es niemals zu ersinnen vermag. Aber heute fühle ich mich leer und meine Augen sind trübe. Und in mir ist die Glut der Gesichter erloschen. Und was sagt der gelehrte Arzt? Was sagt der Pillendreher? Der Heiler, der Wundertäter, alle menschliche Weisheit, sagt er, ist nur Rauch und Schatten vor dem Antlitz des Herrn, sagt er. Aber dennoch vermag ich Geheimnisse zu ergründen, von denen diese vergängliche Welt erfüllt ist. Und das, was du die Kraft der Gesichte nennst, kann ich dir wiedergeben. Und ich kann sie sogar in solchen erwecken, die sie nie zuvor besessen haben. Und natürlich winselt der Maler, winselt der, der alles wissen will und alles sehen will und sagt, dann, Meister, habe ich keinen anderen Wunsch, als bald etwas von dieser Kunst zu sehen. Der Meister Salimbene wollte es ihm nicht sagen. Das Geheimnis der Schöpferkraft. Denn Chigi hatte im Streit den Sohn des Bruders von Salimbene erstochen. Mit einem Misericordia-Dolch. Ein Misericordia-Dolch. Ja. Hier steht es aufgeschrieben, Josch. Und er wollte es ihm nicht geben. Denn ein anderer, der Besitzer des Dolches, war für den Mord geköpft worden.
an seiner Stelle. Und der Maler freute sich darüber und sagte, Ehre gebührt dem Richterspruch und geschehene Dinge haben ein Ende. Aber geschehene Dinge haben niemals ein Ende und wir selbst sind gerade mittendrin. Und das wusste auch das Alimbeni. Und er sagte, der es getan hat, möge der Gerechtigkeit Gottes gewärtig sein. Und ging. Und ließ den Maler allein. Aber er kam wieder. Eines Tages zu dem Kitschi. Am Vorabend des Festes Simon und Judah. Und er sagte, jetzt ist er da. Der Tag, den du erwartet hast, Giovanni Simone. Und jetzt bin ich bereit. Und er ließ den Pompeo, der das alles aufgeschrieben hat, Kräuter holen und Spezereien und etliches, das er kannte und anderes, das in allen Hecken wächst und etliches, das er nicht kannte. Und Messer Salimbeni nahm die Kräuter und bereitete ein Feuer vor. Jenseits des Flusses, auf einer Wiese, an einer Kapelle. Denn Gott muss immer dabei sein, damals und heute auch, ob er ihn wollte oder nicht. Es war eine helle Nacht. Der Mond stand am Himmel. Und er entzündete das Räucherwerk, dass es brannte. Und brannte. Und es wuchs in die Höhe. Aber wie der Rauch sich verziehen wollte, warf er neues Räucherwerk in die Flammen. Elias. Mein Elias. Wir müssen zu ihm jetzt sagen, Sie, dass Sie es waren. Es geht nicht. Ich meine, vielleicht kann er den Schleier abwerfen, jetzt. Jetzt, mitten in der Nacht. Egal, kommen Sie. Ich muss zu ihm, Geld wird mir helfen. Ich muss ihn sehen, ich will ihn in die Arme schließen, Elias. Elias! Wir haben dich aus dem Bett geholt, Elias. Sieh den Mann an. Den da. Den. Simon! Ich habe Ihnen damals dieses Buch verkauft. In Böhmen. Erinnern Sie sich? Ihr Vater meinte, Herr Al-Bahari, es tut mir so leid, ich wusste... Weißt du, was geschrieben steht in dem Buch, das dich um den Verstand gebracht hat? Weißt du, was du gelesen hast? Hilft es dir, wenn ich es dir sage? Weißt du, was geschrieben steht? Erinnerst du dich? Rauch erhob sich aus dem Feuer. Und er wuchs in die Höhe. Und sie atmeten den Rauch ein. Er jedenfalls, Gigi, atmete. Und Salimbeni sagte laut, was siehst du? Giovanni Simone, was siehst du, Giovanni Simone? Ich sehe den Fluss und die Türme der Stadt und den Himmel und alles rot und sonst nichts. Jetzt sehe ich einen Hasen über die Wiesen laufen. Und oh Wunder, er ist gesattelt und gezäumt. Und jetzt sehe ich zackige Felsen und Klüfte und sehe einen großen schwarzen Felsen frei in der Luft schweben, aber rot.
Und ein Wunder. Er stürzt nicht. Nur wenigen ist es vergönnt, mit den Engeln des Himmels das Gloria des jüngsten Tages zu singen. Ein ungeheures Lichtzeichen steht am Himmel. Und es leuchtet in einem Rot, das ich noch nie zuvor gesehen habe. Bei mir. Meine Augen ertragen das nicht. Das ist keine irdische Farbe. Das ist die Farbe Drumitenrot, Schwanzimone. Drumitenrot, in ihm leuchtet die Sonne des jüngsten Rechts. Und jetzt besinne dich. Komm zu dir. Komm zu dir. Du bist nicht Schwanzimone. Du bist nicht dort. Du musst hier nichts büßen. Du hast nichts getan. Drumitenrot! Da! Da! Sie sind da! Sie greifen nach näher! Die Dämonen da alle! Sie sind da! Die Luft ist erfüllt von ihnen! Lass mich! Wenn man ihm nur helfen könnte. Wie kann man ihm helfen? Zu spät. Er ist verloren. Denn die Gesichter der Nacht haben Gewalt über ihn bekommen. Mörder ohne Furcht des allmächtigen Gottes, steh auf! Und bekenne deine Tat! Oh. Er hat niemanden getötet. Er ist unschuldig. 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 Ich will das Buch nicht mehr. Ich will es nicht mehr in meinem Hause haben. Ich gebe es Ihnen. Lass es holen, Josch. Ich will es nicht mehr haben. Er ist unschuldig. Ich will von seinem Baby nichts wissen. Ich will ihn vergessen. Er ist unschuldig. Meine Lias ist unschuldig. Der Meister Giovan Simone Chigi fiel auf die Knie und bedeckte sein Antlitz mit beiden Händen. Da hob Messer Salimbene die Faust und traf ihn mitten auf die Stirn, dass er wie tot zu Boden sank. Ich will nicht weiterlesen. Nein. Heute weiß ich, dass dieser Faustschlag des Messer Salimbeni nicht Grausamkeit war, sondern eine Tat des Erbarmens und dass er ihn mit diesem Schlag aus der Gewalt seiner Gesichte erlöste. Es geschah 3 Jahre später auf dem Weg nach Rom, dass ich in das Kloster der seraphischen Brüder von den 7 Schmerzen kam. Vom Prior begleitet ging ich in die Kapelle. Dort sah ich auf einem Gerüst einen Mönch malend stehen und es dauerte eine Weile, bis ich meinen Meister Giovan Simone erkannte. Er ist verstörten Sinnes, sagte der Prior, aber wahrhaft groß in seinen Entwürfen, denn er malt immer nur dieses eine und dasselbe, das jüngste Gericht. Ja, weiter, weiter! Hier bricht der Bericht ab. Ja, aber die Zusammensetzung der Droge, woher hat Bischof die Mischung gekannt? Wo ist der Schluss des Berichts, Felix? Da fehlt ein Blatt. Ja, wirklich. Solgrub. Solgrub? Er hat's herausgerissen. Und verbrannt. Erinnern Sie sich noch an die rauchende Glut im Kamin? Und so hat er verhindert, dass nach ihm jemals wieder ein anderer... Der Meister des jüngsten Tages wird keine Opfer mehr haben. Er wird niemand mehr verführen. Ich weiß jetzt, wer deinen Mann getötet hat, Dina. Wer? Du, Dina.
du weißt es nicht. Der Meister des jüngsten Tages. Böhmen. Das riesige Buch. Warum hast du es damals Al-Bahari verkauft? Weil ich alles von dir fernhalten wollte, was dich hätte gefährden können. Und mich. Du bist ein Mörder. Du hast diesen Plan entworfen, um... Es gibt keinen Plan, Dina. Wir sind Opfer. Nein, Gottfried. Du warst es. Du ganz allein. Du hast mich an Böhmen erinnert. An unser nächtliches Gespräch über den Meister des jüngsten Tages. Ich wusste nicht, wo das Buch hingekommen ist. Ich wusste nicht einmal, dass es sich in Wien befindet. Warum hast du dann dem jungen Maler von dem Buch erzählt? Woher weißt du das? Weil er es mir gesagt hat. Hast du ihn nicht als Versuchsobjekt benutzt, um herauszufinden, ob die Droge überhaupt wirkt? Ich habe nicht geglaubt, dass er den Besitzer des Buches finden würde. Von ihm hast du Al-Bakharis Adresse. Ich habe Eugen helfen wollen. Und hast ihn umgebracht? Nein. Du und ich und die Zuschauer und die Apothekerin und das Theater. Die ganze Welt. Dieses schwärzlich-braune Gemisch da drin. Ist das ein Rezept? Und die Fahrkarte. Wohin? Es geht allein darum, stärker zu sein, als das, was uns verschlingen will. Gottfried. Nichts, Dina. Nichts. Ein Kastanienzweig bewegt sich im Wind. Auf dem Fußboden ist ein kleiner Käfer. Deiner Tür steht ein Chinese. Er ist so hässlich, so wahnsinnig hässlich. Gottfried! Ja, was siehst du, Dina? Ich beobachte das alles gleichzeitig. Während ich es sehe, ganz kaltblütig sehe ich zu.
Hofer. Sind Sie wirklich da? Wie fühlen Sie sich? Schwindlig? Übelkeit? Tut das Licht weh? Sie haben eine beneidenswerte Konstitution. Das Herz ist in Ordnung. Ich glaube beinahe, Sie werden allein nach Hause gehen können. Was für ein Leichtsinn, Baron. Und was für ein Zufall, dass Dina im Garten war und Sie schreien gehört hat. Wenn Felix nicht den glücklichen Einfall gehabt hätte. Das war nicht mein Einfall. Die Gewaltkur des Dr. Salim Beni. Jawohl. Ja, sind Sie sich dessen bewusst, wie nahe Sie dem anderen Ufer waren? Ich muss Ihnen sagen, was ich gesehen habe. Dorski, der Leprakranke, das Irrenhaus, das grauenvolle Licht des Himmels. Ja, später einmal. Ich glaube, dass der Fall geklärt ist. Klarer jedenfalls als vorher. Können Sie zuhören? Es wird Ihnen manches verständlich machen. Ich glaube nicht, dass das Mittel eine Erfindung dieses sienesischen Arztes ist, des Dr. Salim Beni. Es ist uralt und seinen Ursprung haben wir zweifellos im Orient zu suchen. Angst und Ekstase. Jetzt ist es für alle Zeiten verloren. Ich bin froh, dass es so gekommen ist. Solgrub wusste, was er tat, als er das Blatt vernichtet hat. Die Dämpfe, die Sie eingeatmet haben, Josh, haben die Fähigkeit, auf jenen Teil des Gehirns erregend einzuwirken, der der Sitz des Vorstellungsvermögens ist. Sie steigern die Leistung in Ihrer Fantasie ins Ungemessene. Gedanken, die durch Ihr Hirn huschen, gewinnen sogleich Gestalt und stehen vor Ihren Augen, als wären sie Wirklichkeit. Begreifen Sie nun, warum das Experiment des Dr. Salim Beni seine Anziehungskraft vor allem auf Schauspieler, auf Bildhauer und Maler ausgeübt hat. Sie alle erhofften sich von dem Rausch, von der Glut der Gesichter, neue Impulse für ihr künstlerisches Schaffen. Diese infernalische Falle, verstehen Sie?
Der Sitz der Fantasie ist zugleich der Sitz der Furcht. Furcht und Fantasie sind unlösbar miteinander verbunden. Alle großen Phantasten waren zugleich Besessene der Angst und des Grauens. Denken Sie an E.T.A. Hoffmann, an Michelangelo, an den Höllenbräugel, an Edgar Allan Poe. Furcht kann man überwinden. Es war nicht Furcht oder Angst oder Grauen. Es war tausendmal mehr als das. Es war etwas, was man mit Worten nicht beschreiben kann. Was Sie je zuvor als Furcht erlebt haben, war nur der schwache Widerschein eines Gefühls, das seit Jahrtausenden in uns erloschen ist. Die wahre Furcht, die echte, die Furcht, die den Urmenschen überfiel, wenn er aus dem Schein seines Feuers ins Dunkle trat, wenn aus den Wolken rasende Blitze niederzuckten, wenn von den Sümpfen her der Schrein des Vorweltsauriers ertönte, diese Urweltangst der einsamen Kreatur. Keiner von den lebenden Menschen kennt sie. Keiner wäre fähig, sie zu ertragen. Aber der Nerv, der sie in uns hervorzurufen vermag, der ist nicht tot. Wir tragen einen furchtbaren Schläfer in unserem Gehirn. Sie glauben also, dass an diesem Abend, während wir im Zimmer saßen, Eugen Bischof die gleichen Visionen hatte? Was soll das heißen, die gleichen? Nein. Schreckbilder, die Sie gesehen haben, stammen aus Ihrem Unterbewusstsein. Lepra. Sie sind öfters im Orient gewesen, in Ostasien. Sollte nicht irgendwann einmal Ihnen selbst kaum bewusst eine Angst vor dieser furchtbaren Seuche des Ostens in Ihnen aufgestiegen sein? Und Eugen Bischof? Er hatte seit Jahren nur eine große Furcht, dass er Dina verlieren könnte, an sie verlieren könnte. In jener unglückseligen Stunde hat ihm eine grausame Vision Dina in ihren Armen gezeigt. Und dann? Na, was geschah dann? Der Schuss, der erste, der die Wand traf, der gibt uns Auskunft. Er hat ihnen gegolten. Dann ist vielleicht die Angst und das Grauen über seine Tat in ihm stärker geworden und er hat die Waffe gegen sich selbst gerichtet. Erinnern Sie sich des Ausdrucks auf seinem Gesicht, als Sie ins Zimmer kamen? Er sah sie, sie lebten. Er hatte sie ins Herz getroffen und sie standen vor ihm. Mit einem Gefühl grenzenlosen Staunens ist Eugen Bischof hinüber in die andere Welt gegangen. Und Solgrub? Er war Offizier der russischen Armee gewesen. Er hat den mandschurischen Feldzug mitgemacht. Was wissen wir denn einer vom anderen? Ein jeder trägt sein jüngstes Gericht in sich. Vielleicht sind es die Toten dieser Kämpfe gewesen, die sich in seinen letzten Stunden gegen ihn erhoben haben. Da liegt das Monstrum. Es wird kein Unheil mehr stiften. Seine Zeit ist vorüber. Durch wie viele Hände mag es gegangen sein auf seinem Weg durch die Jahrhunderte? Ich bin ein alter Arzt. Ich glaube an die Wissenschaft, an die Medizin, an den neuen, anderen Menschen, der sich, ob aus diesem Folianten oder woanders her, nicht mehr berauschen will, dem seine eigene Bewusstseinsebene genügt, weil er sie selbst erweitern kann durch Bildung, durch Wissen. Es gibt einen Fortschritt. Wer wollte es heutzutage leugnen? Die Welt ist im Aufbruch, aber zum Guten. In ein paar Jahren wird das, was heutzutage allenthalben in gewissen Kreisen Mode ist, diese verdammte Sucht, sich zu stimulieren, zu betäuben, zu berauschen durch Gifte, durch Drogen, durch was weiß ich, vergessen sein. Weil es dann keiner mehr nötig hat.
Was machen wir mit dem da? Es gehört Ihnen, Josch. Behalten Sie es als Erinnerung an eine Stunde, in der ich Sie sah, wie ich nie wieder einen Menschen sehen möchte. Herr Rittmeister von Josch? Al-Bakhari. Der letzte Herr, der bei mir in dem Buch las, hat einige Seiten herausgerissen, die wichtigsten Seiten. Ja, Herr Solgrub hat der Mensch hat einen großen Dienst erwiesen. Er hat das Blatt mit der Drogenmischung vernichtet. Aber nachdem mein Sohn wegen des Meisters des jüngsten Tages seinen Verstand verloren hatte, habe ich Ausschnitte aus diesem Buch nachdrucken lassen. Darunter die Stelle mit der Drogenmischung. Es gibt Liebhaber genug. Und es freut mich, ihn als Kenner ein Exemplar schenken zu dürfen. In mir und rings um mich ist alles anders geworden. Ich gehörte wieder der Wirklichkeit an. Der letzte Satz in den Aufzeichnungen des Freiherrn von Josch. Der Gedanke, dass die Seiten mit der Drogenmischung immer noch existieren und irgendwo in der Welt plötzlich in einer Bibliothek auftauchen können und dann... Was hast du gesagt? Was suchst du? Ich hab doch vor ein paar Monaten in einem Antiquat ein paar Seiten. Wo sind denn die hingekommen? Du glaubst doch nicht, dass deine Tochter nur, weil sie Geige lernen will? Thank you.